Jungs und Mädels, liebe Freunde der digitalen Bildbearbeitung, hallo und herzlich willkommen zu diesem Short-Tip. Mein Name ist Matthias Schweighofer und in diesem Video zeige ich euch ein Ding, das man wahrscheinlich irgendwann mal, wenn man versucht, bessere Composing zu machen, auf jeden Fall mal hat. Also man stößt auf dieses Problem und wir lösen es heute. Es geht um Rauschen im Bilder und wenn das Grundbild schon mal rauscht, wie man es schafft, seine neuen Composing-Elemente, die dann eingebaut werden, dass die ebenfalls gut rauschen und gleich so rauschen wie das Originalbild. Klingt kompliziert? Naja, ich zeige es euch mal ganz kurz. Dieses Bild strotzt vor einer Körnung, vor einem Rauschen. Dort, wo es eigentlich normal schwarz oder dunkelblau ist, da krispelt es nur ordentlich rum. Genau das gleiche haben wir auch bei der Schrift in den Weißbereichen hier drinnen. Und angenommen, wir wollen dieses Icon hier durch ein anderes tauschen. Wie schaffen wir es, dass genau dieses neue Icon, das vielleicht hier vom neuen Typ ist, das total clean und sauber ist, dass das eben hier perfekt eingebaut ist. Und genau das soll es heute gehen. Lehnt euch zurück oder macht gleich mit. Viel Spaß bei diesem Short-Tip. Der Einfachheit halber rechne ich mal oben alles mit Command, Alt, Shift und E zu einer Ebenensumme zusammen. Das dient uns lediglich für den nächsten Arbeitsschritt, der wie folgt ist, wir gehen mal in eine gleichmäßige Fläche rein. Ich nehme mal hier oben diesen Bereich, zoome noch ein bisschen weiter rein, denn wir brauchen Rauschen. Wir benötigen es. Wir müssen das Rauschen irgendwie extrahieren. Und dazu schnappe ich mir jetzt mal hier das auswahlrechteckige Werkzeug, drücke die Shift-Taste und mache mir ein sauberes Quadrat. Und dieses Quadrat dupliziere ich mit Command oder Steuerung J auf eine neue Ebene. Das ist quasi unser Rauschen. Wobei, das muss gar nicht beschriftet werden, denn der nächste Arbeitsschritt ist ziemlich simpel. Rechte Maustaste hier in den Graubereich, in ein Smart Object konvertieren, Doppelklick jetzt auf das Bild und auf einmal befinden wir uns jetzt hier in einer neuen Ebene. Und zwar, wenn ich hier Doppelklick draufklicke, wird hier oben eben eine Rauschen.psp-Datei geöffnet. Ziemlich coole Sache. Als nächstes können wir das Ganze theoretisch mit Command I invertieren oder wir lassen es so wie es ist. Das bleibt euch überlassen. Es ist nur dann später wahrscheinlich ein Arbeitsschritt mehr. Nicht so tragisch. Wichtig ist, es soll schwarz-weiß sein. Deswegen wird eine Einstellungsebene schwarz-weiß darüber gelegt. Hier brauchen wir auch keine Schnittmaske. Überhaupt nicht. Das reicht. Wir sollten nur jetzt nochmal Command Alt Shift und E oder eben Steuerung Alt Shift E drücken, dass wir hier eine Ebenensumme bekommen. Denn nun können wir bearbeiten hier ein Muster festlegen. Und das Muster, das können wir Rauschen, PSP nennen oder Rauschen. Ich nenne es jetzt mal 2. Nein, ich muss es 3 nennen. Ich habe nämlich schon 3 verschiedene Rauschen. Aber das ist ein Muster, das ihr wie Pinselspitzen euch hier wie ein Preset beilegt in Photoshop. Das merkt sich jetzt Photoshop, hat er sich jetzt hiermit gemerkt. Und jetzt gehen wir wieder zurück in unser Bild und können jetzt hier mit dem Composing anfangen. Ich möchte diese Datei hier eben einbauen und dazu müssen wir als erstes mal den Pilz hier wegbekommen. Ich gehe mal eine Etage rüber, wobei das Rauschen können wir mittlerweile löschen, wir brauchen es nicht mehr. Jetzt schnappe ich mir das Polygone-Lasso-Werkzeug und hoffe mal, dass das wie im Test, den ich vorher gemacht habe, auch so gut funktioniert. Einmal knapp auswählen, den Kreis schließen. Na, jetzt haben wir es geschlossen. Die Shift-Taste und die Backspace-Taste drücken, um auf Inhaltsbasieren zu kommen. Und, naja, er hat es nicht tadellos hinbekommen, aber ausreichend. Da kommt sowieso mein Logo drüber. Es geht mir eher um diese Nähte hier außen rum und dass wir nicht allzu viele Verfolger haben. Das heißt, dieser Fleck hier existiert ja hier auch schon. Machen wir ein bisschen weg und falls euch das hier nicht gefällt, könnt ihr es auswählen und vielleicht woanders hinschieben. Sagen wir so, naja. Es wird auch nicht viel besser, aber wir decken hier eh ein neues Bild darüber. Um unseren neuen Typ hier jetzt schön reinzubekommen, brauchen wir mal eine leere Ebene. Das ist der neue Typ, auch wenn er noch nicht drinnen ist. Er wird gleich sein. Dann gehen wir auf das Icon vom neuen Typ. Und wir brauchen jetzt eine Auswahl rundherum. Das heißt, wir machen Command oder Steuerung A, Command oder Steuerung C. Jetzt haben wir das Ganze in der Zwischenablage. Können wieder zurückgehen. Müssen jetzt hier aber auf Filter und auf Fluchtpunkte gehen. Und auf einmal befinden wir uns im Fluchtpunktmenü. Das ist eigentlich nicht wirklich kompliziert, das ist ein Menü, wir müssen nur wissen. Hier dieses zweite Icon, Ebene erstellen, Werkzeug oder die Taste C gedrückt. Das macht das Fadenkreuz zu so einem komischen Punkt und mit dem können wir jetzt arbeiten. Und falls ihr ein bisschen reinzoomen wollt, drückt Command oder Steuerung Plus
Und auch mit der Leertaste kann man hier wunderbar mit dem Handzeichen arbeiten. Jetzt setzen wir genau um dieses Schild herum unsere Punkte. Einmal, zweimal, dann kommt der dritte und der vierte ergibt sich jetzt eh gleich selbst. Schauen wir, dass wir einigermaßen perspektivisch richtig sind. Wenn die Linien blau sind, ist alles cool. Wenn die Linien so gelb waren, Moment, habt ihr es kurz gesehen, so, dann sagt er, nee, das passt perspektivisch nicht, das kann nicht stimmen. Aber so findet er es ganz cool. Command oder Steuerung Minus gedrückt, jetzt Command V gedrückt oder Steuerung V und dann haben wir unser Bild drin. Ich werde euch heute mit Tastenkürzeln erschlagen, aber so arbeitet man in Photoshop. Dann Command oder Steuerung T, damit wir jetzt hier diesen neuen Typ transformieren können. Ich halte Alt und Shift zur selben Zeit gedrückt, dass die Perspektive und die Proportion gleich bleibt und sobald er so klein ist, kann ich ihn schwupp hier reinschieben. Wieder Command Plus oder Steuerung Plus gedrückt. Und jetzt liegt er da perspektivisch richtig drin, kann von mir jetzt hier noch in der Größe angepasst werden. Und ich würde sagen, der Kopf ist ein bisschen zu hoch, aber hier das H und das B, das geht eh schon fast unter diese Blende hier rein. Ne, ich glaube, das passt. Bestätigen wir mit Enter und jetzt liegt hier auf der neuen Typebene eben unser perspektivisch richtiges Bild. So, halbe Arbeit schon mal getan. Nächster Step wäre, wie schaffen wir es eben, dass wir hier das Rauschen reinbekommen. Und das ist so eine Geschichte, ihr müsst hier einfach logisch denken. Ihr habt Rauschen auf Schwarz, auf Weiß und wir müssen jetzt auch getrennt voneinander einmal das Rauschen auf Schwarz legen und einmal auf Weiß legen. Das geht wie folgt. Ihr macht jetzt mal hier aus der neuen Typebene mit der rechten Maustaste ein Smart Object. Das geht einfacher, weil dann habt ihr alles besser unter Kontrolle und könnt im Nachhinein wieder später drauf agieren. Nun, machen wir Filter, Weichzeichnungsfilter, gauscher Weichzeichner. Denn diese Kanten hier rundherum, die sind alle nicht so wunderbar weich. Oder hart eigentlich. Ich mache hier mal 0,2. Ist in Ordnung. Und ihr seht, hier unten im Smartfilter kommt der gauscher Weichzeichner. Kann man ein- und ausschalten und jederzeit wieder reinklicken und etwas verändern. Das gleiche passiert jetzt aber, wenn wir Doppelklick auf den Graubereich klicken. Und jetzt einen Ebenenstil anwenden und hier haben wir die Musterüberlagerung. Und bei der Musterüberlagerung findet ihr jetzt hier eure Muster, die ihr gemacht habt. Wahrscheinlich müsst ihr ein bisschen runterzoomen. Ja, ich habe hier dieses Muster und mit dem möchte ich eigentlich arbeiten. Oder eigentlich war es dieses Muster. Ich habe es ja schwarz-weiß gemacht. So, jetzt haben wir unser Muster hier drinnen und das ist momentan auf negativ multiplizieren. Auf multiplizieren würde es so aussehen, sieht nicht gut aus. Negativ multiplizieren, wenn es ein dunkles Muster ist. Wenn es ein helles Muster ist, auf Multiplizieren. Der Vorteil jetzt hierbei ist, wir haben in den Schwarzbereichen jetzt schon unser Rauschen drinnen. Die Körnung sieht man hier schon, aber in den Weißbereichen nicht. Und wir können jetzt hier auch noch uns entscheiden, wie groß sollen diese Körnungen denn sein. Aber Achtung, irgendwann mal ist euer Muster zu klein und dann wird das wie ein Raster. Sieht nicht so schön aus. Also lieber schauen, dass man keine Verfolger hat und versucht, ein vergleichbares Muster oder die Größe des Musters vergleichbar mit der außerhalb zu finden. Dass die Pixel oder die Körnung hier gleich groß ist wie die andere. Man kann es jederzeit ändern, aber es wäre mal gar nicht so schlecht. Und dann können wir noch sagen, wie stark die Deckkraft ist, aber ich sage auf 100% sieht das eigentlich ganz toll aus. So, dadurch, dass es uns nicht möglich ist, ich klicke hier nochmal rein, eine zweite Musterüberlagerung auf einen Ebenenstil zu bringen, müssen wir ein bisschen anders arbeiten, weil ihr könnt zum Beispiel Verläufe doppelt machen oder so viel ihr wollt. Farbüberlagerungen oder Konturen gehen genauso, aber Musterüberlagerung funktioniert leider noch nicht. Wir müssen jetzt uns mit einem anderen Trick helfen und wir haben aber hier noch immer unsere Ebene, die quasi das Rauschen zeigt. Wir drücken Command oder Steuerung I, schnappen uns jetzt hier dieses Fleckchen und ziehen es genau über unsere neue Typebene hier drüber. Passt nicht ganz, müssen wir ein bisschen größer machen. So. Halten die Alt-Taste gedrückt und gehen hier zwischen diese beiden Ebenen und haben somit eine Schnittmaske. Vorher habe ich gesagt, man erinnert sich, Ebenenstil auf Multiplizieren und auf einmal wird das Weiß hier eben checkert. Und jetzt haben wir das Rauschen über beide Sachen drüber. Einmal in Schwarz, das haben wir unten mit der Musterüberlagerung hinbekommen und einmal hier über das Weiß, das haben wir hier oben mit der grauen Ebene gemacht. Alles tippitoppi, was mir aber noch ein bisschen stört, ist, dass wir hier oben auf jeden Fall noch unseren Kollegen zuschneiden müssen. Deswegen gehen wir in die neue Typebene rein, machen eine Maske, schnappen uns das Polygon-Laster-Werkzeug, weiche Kante, was nehmen wir, ein Pixel, sowas in die Richtung,
Und dann schneide ich diesen Bereich hier einfach weg. Vordergrundfarbe ist aktuell schwarz, das heißt, ich drücke die Alt-Taste und die Löschen-Taste und weg ist das Teil. Ja, vom Zuschnitt her schaut es gut aus. Und wir müssen natürlich auch diesen Schatten, der hier definitiv auch auf der Schrift ist, den müssen wir noch verfolgen. Aus dem Grund ganz oben eine leere Ebene, wiederum mit Schnittmaske, weil wir wollen es nur auf dieses Objekt hier machen. Diese Ebene setzen wir im Modus Multiplizieren. Schnappen uns jetzt einen Pinsel mit ungefähr so einem Grau, bisschen dunkelgrau, genau. Nehmen hier die Deckkraft ein bisschen raus, dass wir ohne weiteres zwei, dreimal drüber malen müssen, weiche Kante. Und jetzt können wir hier eine wunderbare Schattenebene malen. Ihr habt gesehen, ich habe jetzt gerade die Alt-Taste gedrückt und nebenbei noch so ein bisschen dunkelblau aufgenommen. Aber damit kann ich eben weiß und schwarz abschatten, ohne dass es ein Problem gibt. Und wenn ich jetzt noch der Meinung bin, hey, das ist zu orange, dann muss ich halt auf die neue Typebene gehen, mir eine Farbton-Sättigung einsetzen, die Sättigung ein bisschen rausnehmen. Und somit habe ich ein Schild eingebaut, das vorher nicht gerauscht hat, jetzt rauscht's und es wesentlich echter und realistischer aussieht, als würde man hier einfach nur so ein Schild einbauen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen unzähligen Tastenkürzeln, aber auch guten Tipps und Tricks zeigen, wie man sowas machen kann. Falls ihr Fragen habt, schreibt es gerne unterhalb hin. Falls euch überhaupt solche Videos gefallen, lasst es mich gerne in die Kommentare wissen. Ich bleibe auf jeden Fall euch treu und hoffe, dass ihr gute Tipps und Tricks in Zukunft auch weiterhin genießen wollt. Abonniert den Kanal, liked das Video. Peace, love in Photoshop, schweig ober and out.